Hallo und herzlich willkommen bei windowspower.de. Heute wieder mit einem neuen Tutorial für euch. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr die Apps unter Windows 10 entweder ausblenden könnt oder alle anzeigen lassen könnt. Damit ist gemeint, wenn ich hier draufklicke auf das Startsymbol, habe ich hier alle Apps. Die kann ich natürlich auch ausblenden lassen. Wie geht das Ganze? Dazu das Startmenü aufrufen, entweder hier unter Einstellungen tippen oder mit der Tastenkombination Windows plus I. Danach sind wir hier im Menü, dann diesen Punkt hier, Personalisierung. Danach müssen wir hier auf diesen Punkt gehen, und zwar müssen wir hier auf Start gehen. Und wenn wir auf Start sind, dann sehen wir hier diesen Punkt hier, App-Liste im Startmenü anzeigen, der ist jetzt ein. Das heißt, hier sehen wir auch die Apps. Mache ich jetzt diesen Punkt auf Aus, ja, dann sehen wir gleich das Beispiel oder das Resultat. Jetzt sind meine Apps weg. Das heißt, hiermit kann ich mir einstellen, ob die Apps angezeigt werden sollen oder ob diese ausgeblendet sind. Das war es auch schon wieder von uns. Vielen Dank fürs Zusehen, euer windowspower.de Team.